Oh, yeah. Ha-ha. Yeah. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Luigi's Mansion 3. Letzte Folge haben wir ein für alle Mal die Katze der Hotelbesitzerin eingesaugt. Ich habe das Gefühl, die wird darüber nicht so sehr glücklich sein. Aber jetzt steht erstmal Etage 4 auf dem Plan, die vorletzte Etage. Okay, sieht sehr musikalisch aus. Ich bin gespannt, wem wir hier begegnen. Ich frage mich tatsächlich, ob jetzt schon in der vorletzten Etage die Hotelbesitzerin kommt oder ob Buhu und Hausbesitzerin sich eine Etage teilen. Ich bin gespannt. Hier kommt Geld raus, das ist schön. Und was passiert denn, wenn man hier drüber geht? Vielleicht mache ich es auch falsch. Erstmal gucken, was wir machen können, wenn wir. Jetzt nochmal? Man konnte es doch blitzen. Na egal. Ich habe das Gefühl, ich habe hier herausgefunden, was man machen muss. Am Anfang alle Felder besetzen und jetzt mit Luigi und Fluigi schön... Oh cool, krasses Secret. Schön immer auf die zwei Felder draufstellen. Dann gehen wir mal gucken, was wir gerade freigeschaltet haben. Und was haben wir unten? Hatte ich recht, und es gibt hier ein Kristall? Oder? Also da oben ist... Oh cool. Rechts oben, da. Tresorraum betreten, Secret Arch. Da oben sind Kopfhörer als ein Kristall. Nice. Das sind auch, ich muss sagen, das Design der Kristalle, das finde ich immer wieder toll. Und allein schon, wie viel Geld wir hier gefunden haben. Zieht euch das mal rein. Alter, das hört einmal nicht mehr auf. Ja, ist ja wie im Himmel. Alles meins jetzt. Tja, da haben wir die Hotelbesitzerin mal schön geprellt. Dann würde ich mal sagen, geh mal wieder hoch. Hier kann ich die Sachen drehen. Oh, da bewegt sich was. Und jetzt? Okay. Vielleicht brauche ich Fluigi, der mir hilft beim Saugen. Ich bin gespannt, was mit dem Block passiert jetzt. Kann ich jetzt den Block anvisieren? Ne, irgendwie nicht. Was kann ich mit dir machen? Was ist denn, wenn wir pusten? Ah, egal von wo, ich drehe beide gleichzeitig. Dann kommt der Block auch raus. Also egal, in welche Richtung ich, ob ich sauge oder puste, der Block kommt raus. Ich verstehe allerdings nicht, was ich damit machen kann. Na egal. So, was haben wir denn auf der Seite hier Schönes? Ein paar krasse Dudes. Und die Pfeile zeigen die Richtung. Müssen wir Tickets kaufen? Nee, wir sind doch bestimmt VIP, oder? Kann ich die Kasse plündern? Oh ja. Yeah. Erstmal Kassensturz gemacht. Oh, da scheint jemand nicht gerade drüber erfreut zu sein, dass wir hier die Kasse geplündert haben. Aber das ist uns egal. Wir machen einfach den Türsteher fertig. Und hab dich. Cool, das hat sogar eine andere Musik hier. Na, du komm du mal her, violetter Geist. Komm, hab dich. Ich find's tatsächlich schade, dass man mit den kleineren Geistern den roten Geist nicht schlagen kann. Das wird's noch ein bisschen interessanter machen. Tja, ne? Oh, das war nicht so gut. Aber
Da ist er schon wieder. Komm her. Hab ich dich. Und dieses Mal bis mit entkommen. Komm. Oder so. Und tschüss. Komme ich da rein, wenn ich jetzt das hier hochpuste? Kann ich auch die Kasse plündern? Ja. Kann ich. Gut. Und zack. Her mit dem Herz. Was haben wir hier Schönes außer Jacken? Da ein Tresor. Herzen. Die brauche ich momentan dringend. Umso noch ein paar Münzchen. Schön her damit. Geben die anderen Jacken auch Herzen. Das wäre gerade mega cool. Nee. Nur eine Münze. Eine Münze. Komm, du gibst mir noch ein Herz, oder? Die Garderobe geht höher. Seht ihr das auch? Anscheinend machen wir hier was richtig. So, und noch die letzte Jacke. Ah, ist cool, ein Kristall. Noch einer der Kopfhörer. Wir sind ja anscheinend in der Disco gelandet, habe ich das Gefühl. Es wäre aus meiner Sicht der nächstlogische Schluss, den man ziehen könnte. Gucken wir doch mal, was in dem Tresor drin ist. Nur 2 Münzen. Das ist aber ziemlich wenig für das, was es sonst gibt. Aber wir können hier noch das Bild abreißen. Da können wir... Oh, Spinnen. Alle tot. Und noch eine Goldspinne. Ja, mit dem Geld. So, da können wir doch bestimmt durchgucken, oder? Ne? Waren da nur Spinnen dahinter? Okay, gut. Aber immerhin mehr Geld als in diesem mickrigen Tresor. Schlimm, was sie hier, wie wenig die Geld, die da in dem Tresor hatten. Hatten die ja selbst in der Kasse mehr. Gibt's hier noch? Ah! Mister. Ich muss gesäubert werden. Dämonische Austreibung wird das hier wieder. Weiche von ihm, Dämon. Und die kleinen Bälle kommen zu mir. Danke sehr. Was hast du jetzt Schönes für mich noch? Ganz. Oh, ganz viel Geld wäre ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall mal Geld. Das sieht aus, als könnte ich da Luigi wieder durchschicken. Ja. Gold richtig. Und wo gehen wir hin? Ah, wir kommen wieder zurück, aber mit Geld. Gut, die Abflussrohre freigemacht. Finde ich super. Solange ich dabei Geld kriege. Dann gehen wir mal in die Disco rein. Ich habe das Gefühl, dass das ein Boss ist. Also wird es Sinn ergeben. Vielleicht ist es ja wirklich die Hotelbesitzerin. Die Musik hat aufgehört. Wissen die, dass wir da sind? Oh, krasser Scheiß. Nicht schlecht. Ausstattung ist auf jeden Fall vorhanden. Da ist Etage 15. Den Knopf brauchen wir. Irgendwie ist das mir ein bisschen zu leicht gerade. Es ist so ruhig. Irgendwie ist das komisch. Naja, wird schon nichts passieren, oder? Kappa. Hallo. Okay. Hat aber jemand Bass. Das ist aber nicht die Hotelinhaberin, oder? Okay. Dann teilt sich anscheinend König Bohu und die Hotelinhaberin eine Stage. Oh, das ist die Crew. Die Gang. Müssen wir jetzt rausfinden, welcher wer ist. Okay, ich mache einfach alle fertig. Ich fände es jetzt geil, wenn wir die Dance Moves nachmachen könnten. Und dann hätten wir so ein Dance Battle, wäre jetzt geil, ne? Das wäre. Ah, Dance Battle fände ich dann richtig geil. Wir haben auf jeden Fall was drauf, die Geistertypen. Oh, direkt von Anfang an gefunden. Und er ist jetzt einfach verschwunden. Die gehen ganz schön ab, die Beyblade Master. Ah, so können wir sie nacheinander einsaugen. Gut, machen wir dann. Können wir den Bass irgendwie damit kaputt machen? Nee. Tja, ne? Deine Crew gehört nach und nach mir, Sister. Alter, was für Schockwellen der Bass hat. Ja, jetzt sei da einer weniger. Was macht er jetzt? Hm.
Ah, ich muss den richtigen erst finden, ne? Und dann passiert das. Kommt jetzt wieder Beyblade, oder? Ja, jetzt kommt wieder Beyblade. Ich muss... Ah, nein, geh weg. So. Jetzt haben sie sich ausgedreht und jetzt kann ich den einen Geist attacken. Komm her. So. Da geht der nächste von der Gang drauf. Gefällt mir richtig das Boss-Level, auch wenn ich mich mal wieder ein bisschen dumm dran stelle, aber ich finde das cool. Die werden doch immer einer weniger, oder? Sehe ich das falsch? So. Jetzt kommt wieder der Beyblade-Move. Lass ich die mal ausdrehen. So, sind fertig. Alter, die machen richtig Damage. Komm her. Ja, ich hätte zwei kriegen können. Das ist ein bisschen blöd. Naja. Aber einer ist besser als zwei, als keiner, meine ich. Es werden irgendwie nicht weniger, hab ich das Gefühl. Luigi, achte genau auf ihre Bewegung. Dann wirst du erkennen, wer den aufzuklopfen hat. Es stört dich sicher beim Tanzen, den festzuhalten. Und ja. Aber ich kann den nicht blitzen dann. Ich sehe auch momentan den, der den hat. Aber ich sehe ihn immer noch. Ich sehe ihn immer noch. Jetzt einfach mal zu dem hin. Ah, so kriege ich den einfach. Einfach so. Alter, dann. Easy, hätte ich mal gesagt. Kriege ich jetzt den Aufzugknopf und was passiert mit der? Ich hätte aber gerne noch einen. Ah, okay. Ist doch noch nicht vorbei. Ich nehme alles zurück. Hey, Sister, gib uns den Knopf. Wie sieht die denn überhaupt was mit dem Afro? Ah, da sind auf jeden Fall mal Herzen. Die kann ich gut gebrauchen. Schmeißt sie. Da sind Sägeblätter. Seht ihr, ich bin nicht der Einzige, der die Sägeblätter gerade auf den Discs gesehen hat, oder? Und die sollen jetzt gegen uns spinnen, oder was? Autsch. Okay, gut. Ah, so geht das. Die Furzattacke machen. Und dann fliegt der Afro weg. Die hat ja gar keine so krassen Haare. Das ist nur ein Chopé. Die prellt hier alle. Wie heimtückisch. Ich würde gern wissen, ob ich den Beyblade-Move dadurch aufhalten könnte. Ja, komm. So, ja, nice. Ich würde gern wissen, ob ich den Beyblade-Move durch die Furzattacke aufhalten könnte. So. Weiter geht's. Ja, kann ich. Nein, kann ich doch nicht. Hilfe! Hey, ich bin hier runtergefallen. Oh, das ist mies. Beyblade Move macht's aber nicht nochmal. Komm her. Autsch. Die zaubert sich mal wieder weg. So, jetzt hab ich dich aber. Komm her. Hey, die ist einfach... Kann ich den Afro einsaugen? Schade, nein. Beyblade, uff. Ah, Mist. So, aber jetzt habe ich ein neues Herz. Das mir gerade wieder geklaut wurde. So, komm her. Jetzt habe ich dich aber. Diesmal entkommst du mir nicht. Hä? Okay. Vielleicht entkommst du mir doch. Autsch. Komm her. Nee, diesmal habe ich dich. Vergiss es. Ja. Komm, jetzt geht's runter von der Bühne. Stage Diving ist halt nicht. So, nächste Runde. Mist. Weg hier. Geh mir weg. Gehst du weg. So. Das ist wieder der Move, wo sie immer wieder verschwindet. Oh, das Herz, das wäre ganz geil. Komm her. Das war's für sie. Jetzt haben wir sie. Und der Track ist vorbei, Madame. Hey, ich würde gern sehen, wie die sich verabschiedet. Oh. Das war jetzt blöd. Na egal. Ja. Das war doch mal ein kurzer Bossfight.
Auch wenn ich am Anfang ein bisschen Probleme hatte. Haben wir's geschafft. Jetzt haben wir den Club erobert. Das ist jetzt unser Club. Wir machen jetzt Musik. Das finde ich jetzt cool, wenn wir einfach Musik machen können. So voll der DJ. Ja, dann würde ich jetzt sagen, steht bald die Boss-Etage, steht als nächstes die Boss-Etage an. Oder vielleicht doch nicht. Hier ist nämlich noch was, wie ich gerade sehe. Stellen wir Luigi mal da drauf. Und jetzt passiert was? Was ist das? Kann ich das blitzen? Kann ich das anpömpeln? Mach du das mal. Was kann man denn hier machen? Irgendwie verstehe ich es gerade nicht. Ich kann gar nichts sagen. Ist das eine Steckdose? Das ist eine Steckdose! Das ist eine Steckdose! Ich kann hier alles einsaugen! Wie geil! Tja, ne, dann sagen wir mal tschüss! Alles her damit! Alter, wie nice! Leute, da gibt's einen Secret Raum! Könnte der Raum, der da ist, könnte das der, ob der Raum sein, wo die Hotelinhaberin die ganze Zeit da hinten gesessen hat? Ah, ne. Das ist einfach... Okay, gut. Ich nehme alles zurück. Das ist einfach nur der Perückenraum von dieser Irren. Können wir noch... Ja, alles kaputt machen. Schön alles kaputt machen. So, was können wir noch machen? Ja, ich glaube, das war's. Ja. Hat gut funktioniert. So, dann gucken wir mal noch, was es hier noch so Schönes gab. Da oben kann ich noch was blitzen. Was passiert jetzt? Ah, okay, jetzt kann man da auch. Ah, rechts und links brauche ich dann wahrscheinlich Luigi und Luigi. Was kann ich noch so machen? Kann ich da oben irgendwas abschießen? Nee. Das vielleicht noch. Ne. So, was passiert? Abgesehen davon, dass Musik angeht. Kommt doch bestimmt ein Edelstein oder so. Machen wir jetzt alles nochmal alles kaputt? Oh, wir haben die Disco-Kugel abgerissen. Ja, Kristall. Geil. Den holen wir uns noch. Komm zu Daddy. Und da waren es nur noch drei. Da fehlen nur noch drei Edelsteine auf dieser Etage. Gut. Die suchen wir aber wann anders. Ich würde sagen, das war's an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like und einen Kommentar da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und ein Abo natürlich, wenn ihr nichts mehr auf diesem Kanal verpassen wollt. Ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag und tschüss! Hier gibt's noch die Rache der Backstreet Boys anscheinend. Wollen sich bei uns rächen, dass wir ihre Drama Queen besiegt haben. Komm, die machen wir noch schnell. Das ist noch ein kleiner Einschub. Und zack. So, da waren es nur noch zwei von denen. Dann mache ich auch noch fertig. Erstmal muss ich dich und träum weiter. Mich hau ich schon nicht, Kumpel. Ich hau eher dich. So, ja. Das war's dann mit den Backstreet Boys.